Hallo, weiter geht's mit einer kleinen Runde Hearthstone. Ich begrüße euch, bin gleich Heiser. Ich habe drei Packs, die wir am Ende öffnen und wir spielen heute mit dem wunderbaren Druiden. Das ist dieser wunderbare Freund. Wo ist er denn? Der Druide, mein Druide. Mit diesem schönen Deck hier, ihr könnt es euch anschauen, das ist ein sehr legendäres und sehr episches Deck, was natürlich sehr, sehr mächtig aussieht und auch ist, finde ich zumindest. Hab gestern gut damit aufgeräumt. Gerade eben nicht in der Fanaufnahme. Ich konnte euch die Angriffe nicht zeigen. Es waren 5 Monster auf dem Feld und Ragnaros schießt zweimal in das Face. Das konnte ich auch nicht zeigen. Tut mir leid, das war zu viel Fail. Wir gehen ein bisschen spielen. Ich bin Rang, keine Ahnung, 15 oder was. Wir gehen auf jeden Fall erstmal. Wir machen erstmal ein ungewertetes und danach ein ranglisten Game. Mal schauen, wie es so läuft. Der Druide. Am Ende also öffnen wir ein paar Packs, so 3 Stück an der Zahl. Vielleicht mache ich das bald so, dass ich pro Video 3 Angriffe oder 3 Kämpfe mache. Und wenn ich quasi einen Kampf gewinne, müssen wir 2 oder öffnen wir 2 Packs und wenn wir quasi verlieren, dann gibt es nur ein Pack, sowas in der Art. Damit wir immer so am Ende so ein bisschen Spannung haben, ein paar Packs öffnen, so like FIFA, weißt du? So richtig. Wie gesagt, ich bin Heiser, tut mir leid, wenn ich zwischendrin mal etwas räusper oder husten muss. Tut mir sorry dafür, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. So, wir werden in der Zeit auf jeden Fall... was haben wir denn hier auf der Hand? Das nehmen wir weg. Den Rest behalten wir, also AOE-Damage und Silence sollte man behalten, das ist okay. Also die Lura-Tap ist sehr geil gegen Mages, damit kann man leben. Mal gucken, was der junge Freund so auf der Tasche hat. Da bin ich aber gespannt. So, erstmal Kanone abfeuern hier. Die Goblin-Kanone. Ihr könnt ja mal auch schreiben, ob ich beim Arena machen soll oder sowas. Aber ich bin echt total schlecht in Arena. Ich spiele es fast nie, deswegen bin ich kacke da drin. Ich bin ein schlechter Arena-Spieler, Entschuldigung. So. Ist okay. 2-0, 2er, damit können wir leben. Dann ist alles im grünen Bereich. Wenn er sie gerne auf den Tisch haben möchte, dann soll er sie halt behalten. Ist gar kein Ding für den King. Wir werden gleich aufräumen. Ja, ein Damage ist auch okay. Kann ich auch mitleben. Denn es ist der neue Bugatti. Der neue Bugatti. Erhalte ein leeren Mana-Kristall. Dankeschön. Also man soll auf jeden Fall schnell viele Mana-Kristalle mit dem wunderbaren Druiden bekommen. Wieso? Weil er sehr mächtige Karten hat und die meisten Karten kosten sehr viel. Wenn so Rush-Decks kommen, hat man echt die Arschkarte. Er zieht 2 Karten, okay. Bislang ist noch nicht viel passiert. Er hat einen Sport draußen, 2 Stück hier, 0-2er und ich habe ganz einfach etwas erhöht. Und ich werde jetzt, glaube ich, meinen Yeti rausholen. Ich höre jetzt meinen dicken Yeti raus. Jo. Oder Loa Tap schon. Ne, wir spielen erst Yeti und dann Loa Tap. Mal gucken, ob er vielleicht Sheep oder so schon rausklatscht. Ich weiß gar nicht, Sheep kostet 4 Mana. Könnte er nicht machen, wenn ich jetzt Loa Tap spiele. Weil Loa Tap hat die Fertigkeit, was sehr cool ist. Im nächsten Zug kosten Zauber für euren Gegner 5 mehr. Und ich glaube, so viel Mana-Kristall hat er nicht dann. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall Loa Tap, wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Mal schauen, ob wir mit dem Yeti was reisen können. Yeti ist cool, hat wohl keine Fertigkeit extra, aber er kostet halt nur 4 Mana und ist 4-5er. Der ist nicht schlecht. Das ist halt ein Kandidat, mit dem man arbeiten kann. Schiebt er schon? Ne. Er spielt so einen Rotz. Ist okay. Ist alles im grünen Bereich. Wir können jetzt erstmal den ersten kaputt machen. Wir ziehen wieder da. Hallöchen, mein junger Freund. Wir machen das. Und wir machen das. Und spielen schon mal Loa Tap. Yeah, jetzt sollte er auf jeden Fall nichts machen können. Loa Tap, ich liebe dich. Bekommen durch Naxxramas. Ich kann jeden empfehlen, der neu anfängt mit Hearthstone. Spielt Naxxramas. Das ist sehr gut. Naxxramas ist sehr mächtig. So, mal gucken, was der junge Freund jetzt macht. Da bin ich immer gespannt. Denn es ist der neue Bugatti, schon voll den Ohrwurm davon. Neue Bugatti von Summer, Sam oder so, oder Cam, wie auch immer. Ich kenne ihn gar nicht, den Sänger, aber es ist einfach in meiner Playlist drin, weil es einfach der neue Bugatti ist. Es hört sich cool an. So, was macht der junge Freund denn nun? Der junge kleine Freund. Diddle-diddle-dumm. Wenn ihr die Karte seht, es ist so eine geniale Karte, wenn man sie spielt. Ne, es ist einfach nur der pure Wahnsinn. Ich liebe diese Karte, dieser Effekt. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Okay. 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 Das ist doch alles okay. Das Ende naht. Okay, Loa Tap, alles klar, mein junger Freund. Ich würde sagen, wir werden... Wir machen den. Wir können natürlich jetzt was anderes noch machen. Wir haben noch. Wir haben natürlich. Wir haben echt sehr viel. Der neue Bugatti. Machen wir es so. Nehmen wir den Kandidaten hier. Loa Tap geht auf Sisboy.
Und wir könnten noch ein 5er-Spiel machen, wir nicht. Wir graben direkt an. Ist okay. Warum 5er? Ganz einfach, weil wir noch den haben. Wir könnten quasi einen Mana-Kristall noch dazu bekommen. Ich glaube, nächste Runde wird auf jeden Fall Malore kommen. Oder Malorne. Malorne? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Malorne. Malorne? Malone. Ne, Malone hat sich bestimmt an. Malorne. Entschuldigung. Ich bin nicht so mächtig in der Sprache hier. Also den Namen. Großweltjäger kann ich aussprechen. Hüter des Heins kann ich auch aussprechen. Und der Prankenhieb, der funktioniert auch. Das ist alles okay. So, ich habe ihn jetzt hier nicht quasi auf einen Damage runtergehen lassen, weil er sonst wieder mit seinem Feuerball den kaputt machen kann, den Yeti. Das soll er nicht machen. Er soll mindestens 2 haben, weil der macht die 2 Damage hier. Beziehungsweise 1 Damage. 1 Zauber-Damage. Was kommt nun? Oh. Wieso tötest du ihn? Ich habe wieso. Und jetzt, Leute, guckt euch bitte diesen wunderbaren Effekt an. Guckt ihn euch bitte an. Ich zerstöre ihn. Guckt euch bitte diesen Effekt an, Leute. Genießt es. Genießt die Show. Oh, es sieht so gut aus. Komm mal, Match. Oh, es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Oh, ich liebe diese Karte. Sie sieht so unmenschlich gut aus mit diesen Blättern und alles. Es ist so cool. Es ist so richtig cool. Ist das cool, Leute? Das ist richtig cool. Ich sehe gerade... Eieiei. Verdammt. Die Zeit. Ja, komm. Schieb doch. Weißt du? Wieso? So eine schöne Karte schiebt man nicht. So eine schöne Karte schiebt man nicht. Wieso? Wieso? Jetzt wird sie nicht wieder mein Deck reingemischt. Dafür spiele ich jetzt den. So. Das ist mir egal. Jetzt spiele ich 8 Achter dafür. Weil die Karte, wenn sie down geht, normalerweise, mischt diesen Diener in euer Deck zurück. Aber wurde geschiebt, deswegen ist der Effekt leider weg. Oder wenn man gesilenced halt wird. Noch ein Cheap auf der Hand, wenn ja, ist wieder lucky. Noch ein Cheap ist jetzt auf der Hand, ist echt lucky. Das ist sogar sehr lucky. Mal gucken, ob er ein Lucky Boy ist. Noch ein Lucky Boy? Als Summer Sheep hat niemand auf der Hand normalerweise. Wenn ja, wie gesagt, ist Lucky Sheep Man. Come on. Die haben noch viel auf der Hand, auf jeden Fall, was wir spielen können. Das passt. Wir können auch viel antworten. Wir können silencen. Wir können Direct Damage machen. Wie eingefroren, okay. Und nun? Nochmal. Ein Spotter. Ein Spotter. Also das sieht gar nicht gut aus. So, dann haben wir noch einen Spot. Eklig. Richtig eklig, was ich hier gerade alles spiele. Richtig eklig. Das ist echt richtig eklig. Jetzt ist die Frage. Wollen wir den Schem spielen oder nicht? Komm. Der Schem ist jetzt gut. Der kann sich hochbuffen. Der Schem bekommt jedes Mal plus 1. Für jeden erhalte Beginn eures Zuges plus 1. Er kann sich halt jetzt hochbuffen, wie er will. Und er ist halt in Verstohlenheit. Aber wird von AOE-Damage auf jeden Fall auch getroffen. Mal gucken, ob er jetzt AOE-Damage hat. Wenn ja, ist blöd. Also so 4 Damage. AOE ist kacke. Mal gucken. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Der neue Bugatti. Ja. Flammenstoß. Doof. Hat jetzt perfekt gepasst, Flammenschutz. Perfekt. Aber ist okay. Ist alles noch im Bereich des Machbaren, Leute. Ist alles noch im Bereich. Ja. Ja. Und eine Karte ziehen. Wir ziehen mal eine Karte. Vielleicht bekommen wir irgendwas zum Spielen, was wir gebrauchen können. 7er. Können wir es hier gerade nicht gebrauchen. Dann ist okay. Dann ist alles okay. Hier war schon einiges von uns zerstört. Einige gute Karten. Ein Cheap ist raus. Einmal AOE ist raus. Ist alles okay. Wir sind noch safe. Und bald hat er nichts mehr. Wir haben noch genug Karten. Keine Angst. Wir haben noch genug Karten. Er hat noch 14, aber ich habe noch 16. Das passt. Ich habe noch viel dicke Dinger drin. Die richtig dicken sind noch am Start. Die kommen noch. Glaubt mir, Leute. Die waren noch nicht am Start. Die ganzen 10er-Karten. Entschuldigung. Denn es ist der neue Bugatti. Oh Mann, das Spiel dauert echt lange. Und durch die Fellaufnahme, ich muss gleich weg, Leute. Kann sein, dass wir echt nicht so viele Games schaffen. Entschuldigung. Wenn es so eine kleine Runde wird, dann tut es mir echt leid. Weil der ist, braucht ein bisschen länger hier gerade. Weil der auch ein bisschen länger... Was hat er denn? Duplizieren oder so ein Scheiß bestimmt. Ich schätze mal.
dass er Duplizin auf der Hand hat. Davon gehe ich aus. Schätze ich. Mal gucken, ob er duplizieren hat. Hat er nicht, okay. Er hat nicht duplizieren. Alles klärchen. Dann ist das auch geklärt. Ja gut, wenn ich Dings spiele. So, jetzt kacke. Jetzt richtig kacke. Er kann auch dies, also duplizieren, quasi, wenn man zwei Karten bekommt, wieder, wenn einer stirbt, oder wenn ich, er bekommt die gleiche Karte oder die gleiche, das gleiche Monster auf der Hand. Das könnte er auch bekommen. Okay. Eisblock oder sowas bestimmt. So, wir haben nochmal vier Mana auf der Hand. Wir haben nochmal vier Mana auf der Hand. Was wir gerade gar nicht gebrauchen können. Sogar fünf. Ja, 2, 4, 5. 6, 7, 8 Mana hätten wir noch. Was? Können wir mit 8 Mana noch was machen? Ich glaube nicht. Natürlich nicht jetzt ihn auch heilen können hier, damit er quasi... Naja, komm. Machen wir so. Ist egal. Der Yeti wird kaputt geschossen durch den Feuerball. Ist klar. Mal gucken. Wir müssen langsam mal was Mächtiges ziehen. Weil wir haben gerade echt nur... 2 Silence, zweimal Anregen, Prankenhieb und den Großwildjäger, der quasi 7er kaputt schießen kann. Vernichtet einen Diener mit mindestens 7 Angriff. Den sollte man auf jeden Fall immer vor Hand behalten, bis mal so einer rauskommt. Wir brauchen Ragnaros oder sowas. Und noch einen Spott. Das ist der neue Bugatti. Entschuldigung, Ohrwurm. Entschuldigung. Er friert ihn ein. Ist doch ein Witz. Warum friert er ihn bloß ein? Das ist gar nicht schön. Ragnaros, Hallöchen. So, perfekter Zeitpunkt. Fuck, Counterspell. Na egal, ist okay. Ich muss das Land bewachen. Machen wir es eben so. Machen wir es so. So geht's auch. Gar kein Ding für uns. Ist gar kein Ding für den King. Damit können wir leben, das passt. Ja, das ist okay. Das ist doch alles okay. Doch, ist okay. Wenn die natürlich auch zerstören können. Na egal. Jetzt geht mein 5-2er kaputt. Wir hätten natürlich jetzt Damage machen können und angreifen können. Mit uns selber, wenn ich nochmal Anregen gezündet hätte. Aber egal. Habe ich den 5-2er behalten? Auf 5. Ah, Leute. Na. Es gibt immer einen anderen Ausweg. Das war er gerade nicht. Entschuldigung. Das war doof gespielt. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Der ist okay. Ist doch alles im grünen Bereich, mein junger Freund. Dankeschön. 2, 3. So, hab ich dir gegeben, du Drecksack. Und du kriegst bei mir noch einen Ragnaros in die Fresse. So, bitteschön. Jetzt kommt bestimmt das zweite Schieb. Jetzt einen hohen Spotter noch reinklatschen. Ein 4-6er oder ein 8-8er habe ich noch auf der Hand. Das ist okay. Ich hätte jetzt kommt wieder ein Spott. Ich denke mal, das ist noch ein Spott. Ein Spott sei gerade schon. Ein Schieb hat er noch auf der Hand. Ein Schieb. Jep, natürlich hat er es auch. Den schießt er kaputt. Oh. Oh. Ist okay. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ist okay. Wir haben noch unsere Coin auf der Hand. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt hat er keinen Schieb mehr. Das ist sehr schön. Ich habe noch 2 schöne Karten. Nicht? Vielleicht sogar 3. Die auf jeden Fall normalerweise brauchen noch für Schieb. Das ist sehr schön. Ein bisschen schleppend hier alles. Ich frage mich.
weil der echt lange braucht, aber auch wohl überlegt spielt, aber jetzt nicht die allzu krassen Moves drauf hat oder allzu krassen Spielzüge, dass uns jetzt so sehr stark zerstören könnte. Aber ich habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht. Kann man nichts anderes sagen. Aber es zieht sich gerade doch schon sehr und ist sehr anstrengend, weil es sich so zieht. Aua. Oh, ich kriege ihn. Oh. Gibt's ja gar nicht. Okay, danke schön. Nicht bei Cheap kaputt. Ja, hi. Es war das Ragnaros-Cheap. Wieso machst du alles kaputt? Er macht sogar meinen Ragnaros-Cheap kaputt. Das ist so eklig. So, ich brauche mal zwei Karten. Dankeschön. Dankeschön. Noctrabos ist unser. Übrigens, den Schemen gibt es auch. Ich glaube sogar für die klassenspezifische Challenge, die man bei Noctrabos machen kann. Ich glaube, dafür gibt es sogar den Schemen für den Druiden. Hat er wieder AOE auf der Hand? Flammenschock. Scheiß. Konnte wieder alles clearen. Was soll ich nur tun? 4 Damage und dann noch einen Schuss mit Feuerball, dann ist alles wieder down. Muss echt mal Magier spielen. Ich spiele nie Mage. Ich kann den gar nicht. Muss den mal spielen, der ist ganz lustig. Ne, friert einfach nur alle ein. Okay. So geht's auch. Ja, es zieht sich echt gerade mit dem Mage hier. Schon 16 Minuten lang ein Game. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Ich hoffe aber nicht. So. Wo soll ich zuschlagen? So, wir können nicht mehr dazu bekommen, ein Mana-Kristall, deswegen bekommen wir eine Karte, um noch eine Karte zu ziehen. Ich habe jetzt hier den Spotter gemacht und nicht den Charger 4-4, ganz einfach, weil wenn der Flammenschock hat, wäre alles tot. Also 4 Damage, er hat ja nochmal einmal AOE. Er kann nochmal auf alle 4 Damage machen, dann würde er überleben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil ich glaube, er hat Flammenschock nämlich noch auf der Hand. Und wenn er es jetzt spielt, er versucht sogar noch den runterzubekommen, glaube ich. Macht er jetzt Flammenschock? Ich schätze mal. Doch nicht. Hat doch kein Flammenschock? Okay. Ich dachte, der hat Flammenschock. Er dachte wohl, er zieht es noch, oder was? Egal. Passt schon. So, ein bisschen Damage gemacht. Und in der ersten Runde sollten wir gewonnen haben. Dann passt es auf jeden Fall. Hoffe, ich ziehe noch die Karte, die ich euch zeigen wollte. Ja, war jetzt ein bisschen komisch. Aber ist okay. Ich meine, er wäre nie gefährlich. Er hat bloß immer rumgenervt. Und deswegen war das Game so lange. Weil er nur rumgenervt hat. Ja, jetzt gibt er auf. Okay. Leute, 18 Minuten. 18 Minuten ist ganz schön lang für ein Game. Aber ist okay, haben wir gewonnen. War jetzt nicht der ultimative krasse Gegner, aber er hat uns echt genervt. Und dann würde ich sagen, am Ende noch. Ich wollte ja 3 Games machen, aber es passt zeitlich nicht mehr, gleich weg muss. Deswegen öffnen wir jetzt nochmal 3 Packs. Ich habe 2 Goblins, 1 normale. Hier, mal gucken, was wir bekommen. Aus 3 Packs. Okay. Zweimal den Tobelwoga, aber Zord haben wir schon. Oh. Schrecken der Leere, sehr schön. Und zweimal Goblin versus Gnome Packs. Bada boom! Ich finde die Effekt so cool. Da klopfe ich auf den Tisch, wenn das jetzt Dr. Boom ist. Ich habe ihn noch nicht erstellt, Leute. Wenn das jetzt Dr. Boom ist, raste ich völlig aus. Wie cool ist das denn? Das ist ja unnormal. Wie viel Glück ich habe zurzeit mit den Packs. Alter, wie viel Glück ich mit den Packs habe, Leute. Es ist der pure Wahnsinn. Wow, legendär. Verdammt, den habe ich sogar schon. Mist, den habe ich schon. Verdammt. Egal, kann ich verzaubern. Warum? Ach, egal. Wir müssen uns freuen. Wir haben eine goldene Karte bekommen. Gibt etwas Wunderbares. Ist noch eine, raste ich völlig aus. Schade. Ich dachte gerade schon, Leute, bei 3 Stück, eine dazu, ist schon krass. Leute, das ist ja der Hammer, oder? Alter Schwede. Das war cool. Das war's ja von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich glaube, ich sollte noch nicht Dr. Boom erstellen, weil ich glaube, durch die ganzen... Komm, wir ziehen noch einen. Komm, wir kaufen noch ein Pack. Weil wir haben gerade echt Glück. Ein Pack müssen wir noch haben, kaufen. Kann noch eins kaufen, das passt. Ein Pack müssen wir uns noch kaufen. Und eins noch öffnen. Da ist jetzt Dr. Boom drin, Leute. Da ist Dr. Boom. Come on, Dr. Boom. Nein? Schade. Aber ist okay.
Oh, die Bombe habe ich glaube ich auch noch gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Bei 100 Likes raste ich wieder völlig aus. Wenn Feedback und so weiter, gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass ich einige Fehler gemacht habe, könnt ihr mich gerne aufklären. Ich weiß auch selber, dass ich da ein bisschen gefailt habe. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, denn ihr seid den Haufen Supernasser Boys. Tschüssi, auf Wiedersehen, bye bye. Nice.